Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Wir haben jetzt den. Die Melodie setzt aber gerade ordentlich ein. Wir haben den schwarzen Schokobo auf Rang S. Und jetzt. Das ist eine Substanz. Kein Interesse. Doch keine Substanz. Ich glaube nicht. Oder? Die ist so spät dunkel geworden. Die Region hat Pixelfehler. Okay, so. Zum Schluss holt ihr euch ein Dashing Schokobo. Diesen erhaltet ihr in der Eishafenregion gar nicht weit weg vom Schokobo-Weisen. Hier ist es essentiell, welcher Gegner der Schokobo im Kampf dabei hat. Ist er mit zwei Wölfen unterwegs, haut ihr ab. Bei zwei Hasen ist die Chance, einen guten zu erhalten, sehr hoch. Ist mindestens ein Hase beim Kampf anwesend, könnt ihr den Schokobo auffangen. Holt euch direkt mehrere, geht zurück zur Farm und lasst ihn nun bewerten. So, das heißt, das ist unsere Aufgabe. Wir gehen zur Eiszapfenregion und gucken, dass zwei Hasen dabei sind. Fertig. Für unseren goldenen Schokobo. So, Eiszapfenregion gar nicht weit weg vom Schokobo-Weisen. So, der Schokobo-Weise ist hier. Der war hier in der Landzunge. Irgendwo hier. Weißt du, Mäuschen, piep einmal. Hier ist er, ne? Ne, ist er nicht. Hä? Da, da ist er, sag ich doch. Ja. Mensch, der versteckt sich aber heute auch wieder. Na, da ist er nicht, da wird es auch dunkel. Na, sag mal. Ich habe letztes Mal auf Anhieb gefunden. Ich hätte gerade einen Stick benutzt und nicht die Pfeiltasten, daran könnte es liegen. Hä? Ist, ne, durch Klimaerwärmung und so. So, sag ich doch. Verändert sich einfach alles. Das merkt man halt auch. War hier alles ganz anders mal von der Architektur. So. Eishafenregion ist hier. Schokobus sehe ich jetzt erstmal noch nicht. Gucken, dass die Materie gleich wieder ausgerüstet ist. Das war ein Fehler. Aber geht schon. Sind wir nämlich auf dem Schiff. Aber geht. So, Substanz. Und zwar kriegt Bendy statt Doppelangriff. Oder? Wir müssen auch irgendwie sagen. Ah, Schokobo-Köder. Mhm. Sehr gut. Und es ließe sich ja noch skillen, die Substanz. Absolut Quatsch, aber weiter. Ausgezeichnete Schokobus, da steht's doch. Auf der Weltkarte. Okay. Hier. Hier ist es. Gasthaus zum Eishoffen. Warte mal, aber hier waren wir doch. Eishoffen-Region, aber muss hier sein. Achso, und dann da hinlaufen vielleicht. Aber waren wir hier nicht schon? Muss mal gucken mit meinen Firma-Angriffen, das ist so ein bisschen von Nachteil. Wölfe, okay. Ja, wie hat. Ah, er schreibt mir hier. Zum Schluss holt ihr euch ein Dashing-Schokobo. Diesen erhaltet ihr in der Eishafenregion. Gar nicht weit weg vom Schokobo-Weisen. Zwei Hasen. Wir gucken mal, ob es hier ist. Muss halt wirklich exakt drauflaufen, ne? Das war noch hier irgendwie der Punkt. Ey, mussten wir doch schon mal hin. Oder hatten wir hier schon mal geholt? Keine Ahnung. Aber kriegen wir ein Dashing. Was heißt denn Dashing? Leider keiner weiß, hörst du am Sound? Cool, ey. Letzte Mission quasi. Und dann ist nur noch Pan. Zwei Hasen. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist ganz gut. Außer wenn die hinten getroffen werden. Lass mal gucken, wie wir die Gegner bekommen. Ja. Schokobo-Köder ist dabei. Wird gerade schon geskillt. Komm, so lange dürfte das nicht dauern.
Nee. Wenn ich mehrere Köder ausrüste, also weg. Geht er dann auf alle drei? Ja, okay. Aber nicht auf den vorderen, interessanterweise. Ja. Oha. Ein direkter Miss. Mal sehen, ob auf der Weltkarte noch irgendwas anderes Haus der Schurke beweisen. Ach, warte mal. Ich glaube so ein bisschen. Ich guck gleich auf meinen anderen Guide. Ich glaube so ein bisschen rechts. Bei der vergessenen Stadt. Warte. Okay. Wir gehen woanders hin. Vielleicht gibt's den auch hier. Nicht sicher. Aber wenn der steht in der Nähe des Chocobo-Weisen, der hier war, ne? Ja. Dann gibt's hier nämlich auch ein grünes Stück. Ja, aber keine Spuren. Na, hier könnten wir landen, sind aber keine Spuren. Da vorne könnten wir dann in der Nähe des Chocobo weisen. Ich flieg hier nochmal kurz rum, um zu schauen. So, warte mal, der Chocobo Weiser ist hier. So, in der Nähe. Hier sehe ich keine Spuren. Keine Spuren. Ne, es muss schon hier sein. Weil er zeigt noch auf der Karte, hat er alle anderen auch angezeigt. Muss wohl da hinten sein. Die Nase juckt. Ist ja noch gar kein Wochenende. Aber Wochenende ist ja eigentlich immer, wenn man es haben will. ...9888 Lebenspunkte. Bei was? Bei Sid? Sid oder Ben? Hm. So, okay. Wir schauen. Chocobo. Gut. Zauber. Ja, jetzt ist halt die Frage, kriegen wir das irgendwie hin? So, er kriegt das erstmal. Ja, wo sind die Dinger? Zickes Gemüse kriegt er jetzt erstmal. Zwei Stück. Dann. Ja, habe ich jetzt nichts irgendwie, was ich einzeln machen kann? Perfekt. Ich habe doch hier irgendwie auch Sachen, die Schaden machen können, ne? Select. Oh Mann. Achso, ist auch der falsche. Mache ich denn? Warte mal, ich habe hier irgendwo gespeichert. Sorry. Zwei Hasen müssen doch dabei sein. Ein Hasen könnte ich jetzt versuchen, aber nee, wir warten dann auf zwei Hasen. Ah, was ich gelernt habe, ich muss irgendwie das mit den vier mal rausnehmen. Okay, guck mal. Oh. Wie viel Leben hat denn der? Boah. Nicht, dass er uns jetzt platt macht. Aggressives Ding, ey. Kann's ja keiner erzählen. Solide. Schön. Zumindest einer. Guck mal. Das heißt, das gucken wir uns jetzt mal an. Weil wir hatten das Thema relativ am Anfang des Let's Plays, ob das einen Vorteil hat. Das ist eins. Er bringt anscheinend wirklich nichts, ne? Vielleicht am Ende. Dann wirst du zum Chocobo. Ist Ben nicht mehr Ben, sondern Chocobo. Und auch nicht Cloud. So, warte mal. Doppelangriff. Das hier versaut uns alles, ne?
Feind weg. Achso, ja, dann kannst du, glaube ich, einfach fliegen, ne? Ja, reicht, glaube ich, bevor ich hier alles versaue. Obwohl er auch die Objekte hat. Ja, passt schon. Passt schon. Ja, und ist ja auch immer noch in der Nähe Schokobo-Weisen. Das letzte Mal, ey. Schön. Ja. Das dauert aber auch. Ein Hase. Ein Hase heißt, es kann. Aber wir machen jetzt erstmal ein Schokobo platt. Der macht alle platt. Einfach die Schokobo-Substanz nochmal vollgelevelt bekommen? Vielleicht. Der führt uns vor. Aber wir können auch flüchten mit Ben, ne? Ja. Ich weiß aber nicht. Die Trank. Komm, gib ihn mir. Bitte. War schon mal ein Hase dabei. Wir wollen aber zwei Hasen, weil müsst ihr, glaube ich, die anderen dafür weghauen, ne? Die anderen Schokobos, die wir bisher hochgefarmt haben. Wäre vielleicht aber auch das. Ah, nächste Schokobo. Wäre vielleicht auch das Cleverste gewesen. Ein Hase, ein Hase. So, warte mal, wir haben jetzt gelben, gelben, einen blauen, grünen und einen schwarzen. Das heißt, das passt gerade nur einer rein. Mann. Mist, ey. Okay. Wir nehmen einen mit zwei Hasen mit und schauen dann rein, ansonsten lösche ich die anderen. Kann ich ja dann freilassen, brauche ich ja nicht mehr. Ja, müsste so sein. Ich meine, man kann ja vorher speichern, wenn ich das nicht vergesse. Frag mich, wie hoch die Prozentchance ist. Wie ewig das auch dauert, ey. Vielleicht ist das ja effektiver. Zumindest jedes Mal jetzt ein Schokobo, ne? Seid ihr auch auf der nächsten Substanzebene. Das bringt wohl gar nichts. Machen wir trotzdem eine Platte. Wichtig ist, dass der Schokobo als erstes angegriffen wird, weil der sonst ja erstmal alle angreift. Ah. So fühlen sich die Limits. Er kriegt echt immer einen Miss. Wofür kann ich eigentlich welche in der Highwind platzieren? Damit ich die immer unterwegs nutzen kann? Oder was? Na gut. Zwei Häschen, bitte. Und er haut dann ab. Okay. Zumindest haben wir einen guten Spot. Hat keiner gesagt, es wird leicht.
Bitte. Soll nicht, es soll nicht. Zwei Häschen, bitte. Bitte zwei Häschen. Ja, deswegen sagen sie das als den anderen auch, ne, auch wenn nur ein Hase dabei ist. Aber ich habe gerade nur einen Platz. Wird schon. Schön ausreizen. Dann komm, 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 komm. Ich war ein Schokobo. Schweinerei. Und ich war ein Hase. Schön. Ja, wir stocken wieder unseren Jill-Vorrat. Na komm, 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 komm. Muss ja jetzt mal klappen. Wieder keiner. Wir haben seine ausgerottet, sag euch das. Drei Wölfe. Jetzt macht das Spiel sich über mich lustig. So. Komm, werden wir schaffen. Wir schaffen das. Mhm. Mit Einhasen hatten wir schon mal. Es muss jetzt einfach klappen. Es wird. Vielleicht verlieren. Wieder keiner. Es ist wieder keiner dabei. Er ist das. Aber ein Häschen. Schon mal ein Häschen. Können wir den nicht geil wegmaufen irgendwie? Antarktischer Wind. Selbe, was du beim Schokobo-Rennen gewinnen kannst. Haben wir. Ne, ist alles synchron. Prüf das immer mit der Hand. Okay. Bitte, ich bitte euch. Ey, wieder keiner? Vielleicht muss ich wirklich oben mal hin. Alle ausgerottet. Keine mehr Fahnen auf CD3. Unglaublich. Okay. Bleiben wir uns einfach genau hier oben drauf. Na, vielleicht ein bisschen tiefer. Schokobo. Bitte zwei Hasen, bitte gib mir zwei Hasen. Ein Schokobo. Wir tauchen einfach weg. Oh, jetzt greift er wieder an und dann flieht er. Das kriegt man eigentlich, wenn man Schokobo morpht. Schokobon. Mich so fortzuführen, ey. Glaub's einfach nicht. Aber gibt gut EP, ne? Also ein bisschen Level ist mit drin, ne? Aber halt kein, nicht wirklich Substanzen.
Hätte ich doch den mit einem Hasen genommen, ey. Kann da alles nicht wahr sein. Aber daran wird's jetzt, also davon lasse ich mich jetzt nicht entmutigen, den letzten, den wir fangen müssen. Gut, vielleicht auch der schwierigste, ne? So wie es den Anschein hat. Sehr gut, Schokobo. Ah, ich überleg fast, ey. Ich überleg. Zwei Hasen hast du eine gute Chance. Ach komm. Nehmen einen mit zwei Hasen und wenn das nichts wird. Wenn das mit den zwei Hasen nichts wird, lösche ich die anderen und guck dann nur nach zwei Hasen. Ich meine, so soll es sein. Das Ding ist, zweimal hatten wir schon mit einer Hase oder dreimal. Wahrscheinlich wäre er dabei gewesen, aber ich muss halt nach dem einmal muss ich direkt zurückfliegen bei Stellvoll. Weiß ich, ob du bei der Hive zwischenparken kannst. Ah ne, noch ist nichts verloren. Mehr als genügend Gemüse haben wir auch bei. Gemüse. Kriegen wir alles hin. Bitte, 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 bitte. Wieder ohne, wieder ohne. Wie niedrig ist die Chance? Und weg. Ja, zumindest leveln mal ein bisschen, ne? Muss ich mal drauf achten. 78, ja, okay. Ja, aber siehst du, du bringst schon was. Zumindest auf die Dauer. Ich will ja versuchen, dann die Weapons erstmal ohne dieses König-Dings da, was du durch den Schokobo bekommst, zu besiegen. Also kann das höhere Level nicht schaden. Ist das belastend, ey. Komm, 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 komm. Wieder kein Schokobo. Zumindest ging das schnell. Ritter der Runde oben bei Runde Insel, Substanzhöhle. Na gut. Schon wieder keiner. Schon wieder keiner. Braucht man echt eine Engelsgeduld dafür in Chocobo. Wahnsinn. Das hat kriegt schon ein bisschen Schaden ab, ne? Bisschen, bisschen. Bitte. Ich glaube, das macht es jetzt nicht Sinn. Wartet, wartet. So, und dann gibt es einen Angriff auf den. Und. Das ist welch. Na, ich weiß halt nicht. Nee, komm. Verteidigen. Nübbelschwert. Beides können. Da gibt es, glaube ich, etwas, was nur auf einen geht. Der Froschgesang. Und Angriff. Ist jetzt weggesungen. Er ist einfach bei mir weiß. Okay. Ey. Schön. So, wir gehen jetzt mal zurück. Vielleicht ist ja auch gut. Und wenn nicht, lösche ich die anderen einfach.
So, hiermit können wir erstmal, was ich dir letztes Mal nicht bedacht habe, zurück zu unserem Mutterschiff. Ja. Cool, wie wir Spuren hinterlassen. Welche von mir? Zurück in den Stall. Ja. Aha. Er ist despawned. So, warte mal, da hinten bei Schokobo Farm. Ja. So. Sehr gut. Ja, und dann die anderen löschen, ne? Sollte doch kein Problem sein. Da kann ich zumindest alle mitnehmen, die. Also, ich kann sie ja eh einfangen und später dann in den Stall holen. Aber mal sehen, vielleicht ist das der Richtige. Genau so war es ja. So, warte mal, jetzt müssen wir mal reinschauen. So, aber was muss er haben? Also, dass der es nicht ist, sehe ich jetzt so. Bei zwei Hasen ist die Chance, einen guten zu halten, sehr hoch. Ist mindestens ein Hase beim Kampf anwesend, könnt den Schokobo auffangen. Wird euch direkt mehrere, geht zurück zur Farm und lasst sie nun bewähren. Den kann ich nicht empfehlen. Nee, da gibt er ja die Empfehlung. Okay. Also soll ich den Stall leer machen? Warte mal. 3, 4, 5. Aber wir haben nur 6 Plätze, oder? Aber wie viele können hier draußen rumschwirren? Keine Ahnung. Okay. Ja, komm, ich würde sagen, ich mache einen Cut. Dann steigen wir beim nächsten Mal wieder ein. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich Schmerz. Würde ich sagen, sehen wir uns in 3 Tagen wieder. Euch einen wunderschönen Abend. Beim nächsten Mal müsste ich ja auch die Tipps haben. Also von den letzten 5 Parts kann ich im nächsten Part mit aufnehmen. Schönen Abend euch noch und bis dahin.